Der Plan war jetzt eigentlich mit dem ND-Filter draußen ein bisschen zu versuchen zu filmen, wie die Qualität so wird. Aber es ist so kalt und es fängt an so schneien an, so leichter Regen, Schnee, Niesel, Regen, keine Ahnung was. Eiskalt, absolut unangenehm. Wird also nicht sonderlich viel geblockt. Ich schaue jetzt, dass Kiri ihr Geschäftchen macht, machen die kleine Runde und dann wieder zurück nach Hause und dann wird die Sauna angeschmissen. Ja, und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, zeige ich euch noch schnell meine Sauerstoffsteuerung. Meine Saunasteuerung Marke Eigenbau. Und zwar ist das hier die normale Steuerung, die bei unserer Sauna damals dabei war. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die kennt nur den Zustand ein oder aus und dann lässt sich hier analog eine Temperatur regeln, die ich mir hier so mit Folienstift irgendwann mal draufgeschrieben habe. Weil da sind nur Linien für volle Pulle oder ganz aus, aber so wirklich eine Temperatur und die dann halten, sowas gab es in der Steuerung nicht. Wir haben die komplette Sauna mit einer zweiten Schicht außenrum mit Holz und mit Steinwolle nochmal isoliert, weil sie ursprünglich nur eine normale Holzschicht hatte und jetzt ist sie halt doppelwandig und wesentlich besser isoliert. Kann also wesentlich besser die Temperatur halten, wenn sie mal aufgewärmt ist. Das Problem ist nur nach wie vor gewesen, dass wir eben keine Steuerung haben, die den Ofen ausschaltet, wenn eine Temperatur erreicht ist. Schritt 1 war also, ein Thermostat anzubringen, das auf der einen Seite innen mit einem Temperaturfühler die Temperatur misst und zwar etwas genauer, also auf 0,2 Grad genau. Und das gleichzeitig aber auch fungiert als ein Ausschalter. Also ich kann an dem Thermostat, an diesem Thermometer oben einstellen, welche Temperatur ich haben möchte. Wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet das Thermometer automatisch den Saunaofen aus und wenn die Temperatur dann um einstellbare Anzahl Grad nach unten sinkt, schaltet er den Ofen wieder an. So können wir eine schöne Temperatur mit einer Hysterese von 2-3 Grad immer wunderbar halten. Schritt Nummer 2, der jetzt noch dazu gekommen ist, ist oben noch ein kleines Modul, das ich an den Lampenstrom gehängt habe, das wiederum zuständig ist, ob die Saunasteuerung läuft oder nicht, also mit dem Thermostat. Was das tut, ist im Endeffekt, es gibt nur den Strom frei oder nimmt den Strom weg, sodass die Temperatur, der Temperaturfühler selber gar nicht funktioniert. Und den wiederum kann ich steuern per Alexa. Da gibt es nämlich von der Marke Sonoff so ein schönes kleines Element, das auf der einen Seite Temperatur misst, aber zusätzlich eben auch per Alexa angesteuert werden kann. Ja, und das war's dann eigentlich. Schritt 3 wäre dann nur noch das Ein- oder Ausschalten der Sauna und das kann ich dank dieser Smart-Steuerungen, die es auf Amazon gibt, die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit denen kann man halt jetzt auch unterwegs mit dem Smartphone mal eben die Sauna anschalten oder ausschalten oder eben kontrollieren, ob die Sauna an ist. Was vielleicht im Fall der Sauna auch noch ein Pluspunkt ist, die Steckdose, die ich verwende, ist von Wemo. Und von dort bezieht das ganze System quasi seinen Strom und dieser Wemo hat einen integrierten Stromzähler. Da kann man also für die Kilowattstunde den Preis hinterlegen, den man zahlt bei seinem Stromanbieter und dann berechnet er automatisch in welcher Woche, an welchem Tag, von welcher Zeit bis welche Zeit ist, wie viel Strom und wie viel Geld geflossen. Hat man also schön im Griff, was einem der Saunaspaß dann eigentlich letztendlich kostet. Die ganze Spielerei muss übrigens, wenn ihr sowas nachbasteln wollt, ist nicht nur geeignet für einen Saunaofen. Falls ihr so ein elektrisches Heizelement irgendwo stehen habt, auch das lässt sich wunderbar so überwachen oder von außen fernsteuern. Das Ganze habe ich auch schon mal für jemanden in ein Terrarium eingebaut. Auch da ist es ganz sinnvoll, wenn man weiß, A, was die Stromkosten sind und B, wenn man schön kontrollieren kann, zu welchen Zeiten welche Temperaturen herrschen sollen. Ich mache mich jetzt auf, werde noch ein bisschen arbeiten und dann später die Sauna genießen. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao.